Okay, gibt's noch Unterstützer gerade? Nö. Die Ute. Ja, klar. Kauf dir doch Wenn ein du bisschen Geld Gold. ausgeben willst, mal Furion. Ja, ich muss mir die erstmal in Ruhe angucken. Also, ich würde empfehlen, halt die meisten erstmal am Anfang. Ja. Oh, das Stitch ist deine Wille. Uther und Malfurion sind eigentlich beides krasse Healer, genauso wie Lilly. Ja, Lilly ist aber nichts von mir. Ich finde das blöd, dass der immer keine Ziele anvisieren kann. Und das zeige ich irgendwo hin. Den nächsten, der am wenigsten Lebenspunkte hat. Ja, aber das ist auch irgendwie blöd, weil ich würde gerne das lenken, was ich mache. Wenn das Dann irgendwie so wäre. Malfurion heilt halt Verbündete über Zeit. Ja, wäre ganz nett. Kann Gegner stunnen, hat Mondfeuer, mit dem er. Was eigentlich kein Mondfeuer ist, es kommt ein Strahl vom Himmel und das war's. Es gibt kein Dot. Es gibt kein Dot. Und hat halt Ding. Anregen für seine Verbündeten. Also gibt Mana. Ja, seine Ulti ist Gelassenheit, kennt man ja. Also warte mal, das klingt so ein bisschen so Raga-mäßig. Ja, so ähnlich, ja. Ich versuche es nämlich irgendwie so mal vorzustellen. Ah, ne, ich bleibe die Runde nochmal beim Bruder. Na gut, Flo wächst zu Sonja oder wie schaut's aus bei dir? Nö. Der kostet 7000. Schaffst du Ja, es mit Tassa da gut Schaden zu machen? ich kann nur auf Schaden skillen, ja. Ja, weil wenn Max ja schon heilt, brauchen wir K2. Ja, Tessa Nee, da dann gehen heilt. wir. Ja, er macht seine Ja, dann gehen Schilde wir beide um halt. Schaden und haben ja beide. Besser, was Tessa da kann, aber wenn das irgendwie. Naja, Uther ist nicht wirklich Schadensdringer, das macht der, bringt er hier Oh, uns du, mehr. ich hab vorhin ein Jahr das Seratul einfach umgeklatscht, Alter. Klar, eben hier bringt er uns halt mehr. Zeratul kriegt dich so schnell halt nicht down. Das ist halt. Ja, aber das bekommt ja nicht zum Beispiel der Holy Shock Skill, das Ding macht dann nicht Schwung. Also ich gehe auf jeden Fall einfach ein bisschen schade. Ich skill ja auch an Endertöte göttliche Stürme, weil ich immer aggressiv werde. Also Jan, das sah gerade so aus, als wolltest du eher ein bisschen pushen. Bist nicht mit dir zufrieden. Ja, in der Rota sind nur Scheiß-Champs. Ja, das ärgert mich ehrlich gesagt auch. Die EG7 ganz neu. Ja, er ist lustig, aber er ist halt Tank. Ja. Zwei Tanks brauchen wir gerade nicht. Wer ist noch Tank? Du. Merke ich gar nicht. Mit dem Gaslow hast du vorhin gut Ja, das war echt Damage nice. gemacht. Das war nice, ja. Ja, der randaliert halt einfach brutal mit seiner Ulti. Die halt Moment, passiv ist, die Moment, wird. das hat mir jetzt echt auf, dass der Typ hier so riesige Robo-Freunde auf dem Buckel hat. Ja, hat er ja, ach. Das gibt keinen Sinn. Die Ulti war halt einfach, in der Alpha war es Was so, du habt hast ihr dich es quasi in mit ein mir großer zu Roboter tun verwandelt und bekommen? hast dann mehr Schaden an dem Gebäude gemacht. Und jetzt sind sie einfach mal hingegangen und haben die Ulti zu einem Passiv gemacht und du machst konsequent immer 150% mehr Schaden an Diener und an Gebäude. Tasche Robo-Freund. Ein Ja, Robo-Freund. Level 20 wird das Talent einfach noch viel zu krass, weil du machst schon Alter. 100% mehr Schaden an Champions. Halbe Stunde nach dem Heilig, der Robo-Freund. Robo-Freund war heftig. Das war so bescheuert. War das nicht der Abend, wo Red Fox zu da Nee. gekommen ist? Red Nee. Fox war. Der war bei Misa erfunden. Naja. Und wir waren in Robo-Freund war ein Magma-Gänse. Silvester, ja. Ah, der Robo-Freund war in Magkabach. Yep. Silvester, ja. Das war Silvester. Jo. Ich erinnere mich daran, wie neu ich hart abroffelt han, als wir über unsere Silvester geredet haben. Dann hat er immer nur gemacht, gehabt, mein Robo-Freund. Mein Robo-Freund. Ich glaube, das ist dann scheinbar Andy von der wenigen South Park-Folge, die Florian jemals gesehen hat. Alter, ich habe mich so weggepisst, wie ich die dann das erste Mal richtig gesehen habe, wie ich die ganze South Park-Folge durchgeschaut habe. Mein Robo-Freund. Habt ihr schon gehört? Ich hab einen Robo-Freund. Freund. War so lustig. Ja, dann die Zahncreme frisst. Ja. Und am Ende kommt raus, dass es gar kein Roboter ist, weil er furzt.
Ach ja. Roboter können nicht furzen. Was soll ich denn hören? Top. Wir hätten gern ein böser Lichtking, weiß ich hier. Ich tue mich halt an der Backe. Robo-Freund. Yeah, ich hab einen Robo-Freund. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Ja, ja, Shepard, wir wissen Bescheid. Wer? Shepard. Shepard? Ist das die Synchro? Command, ja, genau. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kenne die nicht, weil ich dann immer nur Femjet spiele. Ja gut. Also ich kann die Stimme gar nicht. Ah, ich hab schwach vergessen, das Pferd zu wechseln. Ich stehe jetzt einfach mit so einer riesigen Höllenbestie in zwei Büsche und er sieht mich nicht. Das ist so bescheuert. Du musst das Sparschwein kaufen, Tobo. Hat das auch ein Sparschwein? Boah, das wäre sogar noch lustig. Also wie ohne Chill, oder wie? Ja, irgendwie, ob der ist... Hat keine Lust, irgendwas zu machen. Er ist ein Pusher. Er hat 1000 Mobs. Hilf mir! Batsch schnell! Bam! Böse. Kann ich leider mit meinem Todesmantel nicht heilen, Jan. Ja, ich bin halt leider kein Untoter, ne? Nicht, dass Hanse aus WoW Hanses rausgenommen hat. Was? Kannst du mir mit meinem Death heilen? Nee, also Nimi ist sich selbst. Also sich selbst. Okay, wir haben einen Abatur. Das beherrscht dich und Untoter, meine Güte, dass das gegangen ist. Ach Gott, ich weiß noch, wo Unholy so richtig scheiße war. Quatsch, Unholy war noch nie richtig scheiße. Also in der Zeit, wo ich gespielt habe, zumindest. Also ich weiß noch, wie Blut-DKs als Supporter durchgegangen sind und ich fast so viel geheilt habe wie Priester und so viel Schade gemacht habe wie, was weiß ich, weiß nicht, was damals gut war. Ich glaube, Palla war extrem. War lustig, wie ich dann mein DK gelevelt dann. Ja, nein! Die ganze Sterbewelt Innis mit 5 Blutdickers in meinem Ja, richtig, das war saulustig. Weil da ich einfach alles zusammengepult und dann einfach die Presse eingeschlagen. Tribut. Ich bin echt der Erste hier und er hat lauter von deiner komischen Warze hier hingelegt. Ja, das ist Abatur. Er nervt mich. Ach, deswegen ist einer auf den Lane weniger, ja klar. Oh, schlimm, wenn man sich mit seiner eigenen Attacke selbst dann. Ah, fuck. Jo, da fehlen halt die Leute, ne? Naja, ich hab auch schnell dieses Ding. Wir waren halt ganz unten, ne? Wir waren vor Mendo, aber wo wir ganz unten waren. Ich war ja tot, wie gesagt, immer noch. Jetzt Wayne. Ja, hättet einfach mal weiter eure. Also, flog gerade die Lane oben. Und zwei müssten mal von euch wieder runter oder so. Gut. Ja, ich habe mir nur die Halbrunde was geschnappt. Ah, Jan, ich muss. Obwohl, nee, das hat jetzt Zeit bis Gnome-Kampf. Was? Es gibt eine kleine Änderung im Raid. Also, ich habe vorhin schon mit Victor geredet. Oh, echt? Was hast du schon geredet? Wegen Valiosa. Oh, was hat er gesagt? Also, mein Urteil darüber war, weil wir 5 von 7 Hero geschafft haben. Kann er gern mitmachen, wenn er möchte. Er muss halt ja nicht dafür. Nee, Spawn. Aber falls er sich verschlechtern sollte, wird er ausgetauscht. Ja gut, ich glaube nicht, dass er sich verschlechtert. Es ging ja eher darum, ob er jetzt nicht mitkommt oder nicht. Das wollte er sich hier überlegen. Mal wegen Dual Legging 4. Es war nur einer da. Dann kamen die anderen. Und ich bin auf dem Weg gewesen, aber ich
kann nicht schneller rennen, wie ich die Füße mich trage. Oder dein Schreckensbestie. Ja, richtig, oder das Fido. Sieht so falsch aus, immer. Ja, deshalb. Ich muss unbedingt aufs Pferd. Oder das Sparschwein, sag du mal. Ja, hatte Victor mal gesagt, ob der Valuisa jetzt mitkommt oder nicht? Oder wie, oder was? Oder? Er hat gesagt, das überlädt er sich. Immer noch. Ja gut, er hat bis nächste Woche Zeit. Ne, wir haben halt jetzt einfach vereinbart. Oh. Ein bisschen mehr... Okay, das mit der Abitur-Scheiße ist zu krank hier. Wow. Bisschen mehr Disziplin in der Raid zu bringen. Also es ist okay, wenn wir beim Trash ein bisschen Scheiße labern. Aber halt nämlich bei der Bosse und vor der Bosse halt mal kurz Fäuste mache. Du Rage mit dem Jan, du Scheiße labern ist das. Muss. Nee, es ist. Solange ich mein Bosse noch mit Schattenhinweg pullen darf, ist alles okay. Was willst du machen? Ja, die Bosse pullen. Nee, das halt Anime. Ja, sorry, dann muss ich den Raid verlassen. Okay, gut. Nee, einfach so Sache wirklich die Tanks überlasse und weil der Juan hat einfach gesagt, er würde gern die Tankleitung übernehmen. Das heißt, er macht die Ansage für die Tanks, dass auch die Heiler ungefähr wissen, okay, der Tank läuft jetzt mit dem Boss 5 Meter nur rechts oder 10 Meter nur links oder was weiß ich was. Oh je, hast du das dem Christian schon gesagt? Ja, das habe ich dem Christian schon gesagt. Ich habe gesagt, halt einfach vor dem Boss. Und wenn der Boss schon 10 Mal gelädt ist, einfach noch mal kurz bespreche, welcher Tank macht jetzt genau was. Mann, kann ich mich nochmal schnell heilen? Cool, dann. Fuck. Ach, sehr gut. Ja, weil Joanne hat halt einfach gesagt, war wohl eine Szene jetzt am Mittwoch bei Kargat. Ich weiß nicht, wie das war. Ich glaube, der zuerst pullt, bleibt ohne, wenn man hochgeschleudert wird. Ja. Weil das hat dann was mit, wer hochgeschleudert wird letzten Endes und so weiter und so fort zu tun. Und da war ja dann Emo die Szene dabei, wo dann beide Tanks plötzlich hochgeschleudert wurde. Und Joanne hat einfach gesagt, Christian hatte gepullt. Das war für ihn das Zeichen, okay, er muss mit hoch. Dann ist aber der Christian auch mit hochgegangen und dann war halt komplettes Chaos drin. Und sowas möchte halt einfach Anime sehen. Achtung, Min. Okay, oh, ich komm nicht mehr weg, ich komm nicht weg. Mit ist getauscht. Gut für mich. Jetzt nicht allein reingehen, mindestens 2 Leute. Ja, die sind schon dran. So, nur alleine, oder? Gespawnt. Er kommt jetzt. Hä? Okay. Ich komm direkt hoch. Juhu, das ist halt abartig, was der mit hier von Abatur hier an Schaden reißt. Das ist Trall, Alter, der ist broken, ne? Das wär schon. Nee, Trall war das nicht mit dem Schade. Der geht ja noch. Boah, jetzt hat's mich wirklich gerissen. Das schaffen sie. Ja. Ja, könnt auch mal wieder Abatur eine Runde. Ein unwürdiger Tribut. Ihr werdet meinen Fluch spüren. Ihr macht hier voll Hammer Time, das ist das. Nein. Komm mit, Lane. Stop! Hammer Time. Kann das Sinn, dass irgendwann die Tower gar nicht schade wie Maran der Helde? Die schießen jetzt. Die schießen im Moment nicht. Wenn sie richtig. Euer Gegner hat ein Fort zerstört. Ach, da ist jetzt auch noch der. Der hat Blubberfieh beim Kopf. Ach, leck mich doch am Arsch.
Das ist, glaube ich, diese Apertur oder so, gell? Jupp. Er portet sich das? Über die... Das ist ein Charakter eigentlich. Ja klar, ja. Was macht das Blubber? Er kann schießen, er kann schilden und er kann Flächenschaden machen. Achso, der erhöht quasi irgendwie seine Reichweite oder so. Nee. Also Abatur geht ja, der auf... Der chillt dann in der Base. Richtig. Und verbessert dann noch mit Angriffsgeschwindigkeit, Erhöhung etc. die Helden, die er übernimmt, wenn das gilt. Nein. Abgesniped. Sniped. Lass mal Boss machen, ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf diese Bosse scheiße. Geh mal mit dem Boss mal pushen. Dieser fucking... Was war das? The Witch Doctor. Das ist der Nazi. Wow. Jetzt kaputt kann. Wer holt sich diesen? Na super. Ja, es ist einer. Passt schon. Dafür pusht der Boss da ganz gut. Ja, aber den eine pack ich halt einfach nicht. Entlassen doch. Eins braucht doch nicht, weil du musst abschätzen können. Bringst dir jetzt was, weil du wahrscheinlich stirbst, oder lässt ihn, weil wir 1-3 jetzt haben. Beide. Was dein Problem ist, Taub. Guck dir mal bitte an, wie mein Goblin mit seinem Robo-Freund auf einem Pferd sitzt. Das arme Pferd. Oder auf einem goldenen Sparschwein. Oder auf einem goldenen Sparschwein. Wohin? Ah, war es klar. Reboot. Lass uns mal holen. Jep, das sollen wir holen. Wäre echt geil. Den Dinger, ja, da könnt ihr kaputt machen, ne? Leiter. Ja. Okay, das haben sie geschmissen. Jep. Und ein Boss. Richtig! Du Mongo, ich komm gleich! Ich komm gleich rüber! Das Ibu ist in der Mitte. Unten pushen. Sag mal, was ist denn das bei mir? Was denn? Weißt du, es flackert gerade so, als würde irgendein Programm mich versuchen auf den Desktop zu schmeißen. Sehr gut. Macht gerade Mitte oder so. Ja, die sind jetzt alle zurück. Ich glaube nicht, dass der noch lange in Mitte bleibt. Ja, Thrall, doch, der ist immer noch in der Mitte. Der alte Thrall. Boah, natürlich reicht das. Ja, natürlich. Scheiße, was ist denn? Was ist das? Weg, Findung, Forderung, Wind. Nein! Zur Hölle! Ist der ein bisschen OP, kann das sein?
Er schlägt halt viel, du musst halt raus da. Wir waren zu langsam. Die Mitte. Port dich zurück. Du hast gegen den zusammen keine Chance. A, Drall ist Assassine und B, er hat den Abatur drauf. Ja, aber ich konnte nur das ist Falle. Ja, was aber nichts bringt, weil jetzt bist du tot. Das ist das mit dem Abschätze. Jetzt hast du eine Cooldown von 52 Sekunden. Das rentiert sich nicht. Holt mal oben, dann der nächste. Na gut, wir sind jetzt alle drei so auf Emol. Verdammt. Ganz wahnsinnig, Achtung. Boje. Das war schön. So, jetzt das müssen wir aber kriegen. Ciao, Flo. Mega hat's schon noch. Ja, irgendwie ist. Naja, die haben das jetzt. Ja. Da kommt ihr nicht mehr rechtzeitig. Schade. Können wir ablehnen. Ja. Gegenfrage, warum wurde ich alleine gelassen? War tot. Rennst du auch alleine weg? Ich renne nicht alleine weg. Ich war dort, wo wir alle weggegangen sind für runter ans Tribut. Ich bin dort stehen geblieben und da ist einer schön an mir vorbeigerannt. Du benutzt gerade dieselbe in Klammern Ausrede, wie ich vorhin benutzt habe, als du mir vorgeworfen hättest, ich würde alleine rumrennen. Gar nichts! Natürlich. Nein, ich war nicht beim Gegner. Ich habe die Minions weggemacht, so wie wir es machen müssen. Alter! Dieses Vieh, Alter, dieses Vieh! Ja, das ist übel. Der muss gestunt werden oder sowas. Guck mal oben, da wird gerade kaputt gemacht. Oh, jetzt ja auf mir die Nase lang zu machen. Ich war einfach an der Mecke. Dann habe ich immer noch keine M&Ms. Ja, ich seh's. Du hast es essen! Scheiße. Wo ist zu essen? Zollt mir Tribut, wenn ihr meine Gunst erringen wollt. Bitte mal unten hinkommen. Also wenn das mit uns gut ist, dass man richtig schön bin, verkackt. Mensch, hat er Sonja? Weiter, weiter, weiter. Diese Welt gehört mir. Die Wave mal noch kaputt machen, dann müssen wir hoch oben kommen im Minion. Tempel. Wobei wir könnten versuchen, noch den Boss, ja. Das haben sich die Agda. Einfach umklatschen, hier sind mehr wie die. Und zurück. Und zurück. Zurück. Ja, mit zurück kann man viel anfangen. Ah ja, zurück. Heißt zurückporten. Sei doch Teleport. Dann sage ich Teleport ab sofort. Gut. Ruhestein heißt das. Teleport. Ich bin auch eher für Teleport. Ruhestein. Homestone. Homestone, ja. Yes, ist jetzt hier ganz klar. Ruhestein. Better Record. Hearthstone jetzt. Jetzt oben Boss, oben Boss. Hearthstone. Und die Frontbrecher sind Nachbarer da. Ja. Ich hoffe, dass ihr euch beeilen könnt. Tribut. Ja, lieber Tribut. Oh, oh, Achtung, Bombe. Ja. Hätt mich nicht kriegt.
Fallen auf. Sehr gut, hab's. I'm Sonja, I'm helping. Alter, fuck. Ja, das war jetzt heftig. Damn it! Komm her! Ach nee, er hat's jetzt weggeschafft. Verdammt. Ja. Naja gut, die Minion und Grams, die pushen jetzt schön. Das die werden wahrscheinlich jetzt Boss holen. Würdest du vielleicht Jan helfen? Waller zurück. Ach so. Jan, alle zurück zum Tower. Was für Tower? Eure Homebase. Ja. Auf, Jan. Ach, scheiße. Atras gegen den Rest. Jupp. Echt jetzt? Oh. Ach Quatsch, das kann er doch. Er ist doch ein Lich gegen Baum. Bin gleich wieder da. Ah, Babsack! Gut getötet. Also auch hier ist die Balance noch nicht so. Zwar gut, aber weit ausgereift. Hoch zum Boss. Mein Gott, saumäßige Hänger drin. Dann zurück und Mitte. Ich krieg Mitte alleine kaputt. Ja, aber Mitte zusammen. Scheiße. Genau deswegen. Alter, was ein Lack. Ab zurück, aber schnell. Alter Schwede. Skill. Das war Lack. Was war das? Ah, das war eine Ulti, wurde ja das nicht hochgedreht. Gott, dieser Sturm ist echt ziemlich strong. Strong? Ja, der ist ziemlich strong. Oben haben wir noch einen Gegner. Ah, das Knirps packt das ja. Auch wenn ich Paladin bin, kein Schaden macht. Unten Söldnerlager noch. Bin auf dem Weg. Oh, Jan, du bitte auch. Gesetzt? Ah, das. Ja, nur noch das Team rumlagen. Mach Söldnerlager. Boah. Sehr gut. Artefakt. Komm gleich. Etwas auseinanderstellen. Ja, sonst kommt die Sonja. Haben sie die Nuss. Den Schaman, Schamane. Hast du Gottesschild für mich? Ich habe kein Gottesschild. Ich meine Hexendoktor. Danke, komm her, Sturm. Scheiße. Und jetzt pushen. Sind die alle down oder wie? Yep. Vortrag. Okay, wo pushen wir? Unten die da. Aber das ist aber noch ein Boss. Grab. Ah ja, den Boss, den will ich schon. Okay. Kommst du? Hoffentlich schaffen wir den in 30 Sekunden. Solltet ihr nicht ausnutzen, dass die Dinger low sind und so jetzt wegen dem. Ja. Ja, der Buff ist nicht da. Der Buff ist nicht aktiv. Warum? Weil wir drei Stück von denen brauchen. Warum? Ja, die ist noch nicht da.
Benutz mal deine Fähigkeit. Mach ich doch, was soll ich noch machen? Du hast voll Mana. Ja und? Ich krieg ja mein, mein... Zurück! Das. Hör dich oben, die Frontbrecher. Wie heißt denn das? Dort, durch mein Syntragosa Hunger krieg ich ja Mana. Wenn ich das Nemo benutze, krieg ich 60 Mana zurück. Frostbrand. Ja, Frostborn hungert. Krieg ich Mana zurück. Lass es die hole. Ich mache es fürs Camp hier. Oben gegenhalten. Obere Boss in einer Minute. Zurückporten. Wohin? Zurückporten. Ja, aber achso, dann hin. Ja, dann Mitte. Auf den lieben Reger, wenn es geht. Was mit Tribut? Ja. Wir sind unten schon gesammelt. Hexendocker zuerst. So, dann. Ich komm hier aus der WM Scheiß da raus. Shit! Dieses Bier ist so abnormal! So, gut. Noch einer muss sich zurückporten. Mach ich. Machst du das, okay? Pushen ihr Bot, ich pushe dann Mitte. Jo. Jo. Die sind nämlich zu viert, also der andere macht nix. Einfach pushen jetzt hat. Wenn ihr alle Festungen Blatt kriegen würdet, na, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber gut pushen. Alle Festungen. Übrigens, du kannst reiten. Echt, wer, kann ich das? Wer ist eigentlich Reger? Oh, fuck. Reger ist so ein Ork. Der ist ein Schamane von mir, ne? Kenn ich nicht. Er ist im Tiefenheim. Kenn ich nicht. In der Säule. Ja, gut, die Minions hier greifen halt nicht das an, was ich bräuchte, was angreifen. Ja, ne? Das. Geh zum Tribut. Mhm. Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich mich porte. Sind noch alle down, sind noch alle down. Jetzt kommen sie raus. Und dann holen wir uns Boss. Kriegst du das Tribut? Das kriegt er. B? Ja. Ah! Doch nicht. Weg da. Port dich zurück. Jan, da sind Minen. Port dich zurück. Doch nicht, Gret. Ein Kampf durch. Heal dich. Oh. Voll respawn! Matzen sie ab! Alter, macht der einen Schaden! Ja, den musst du einfach nur stunnen. Der muss fokussen, dann passt's. Den musst du einfach nur stunnen. Ja, wenn du stunnen hast. Einfach ist gut. Ich kann den stunnen, so gut ich kann. Was hat denn jetzt hier denn Schaden? Ich hab meinem Kit keinen Stun. Ja, ich probier's immer. So, jetzt das. Oben als unten Belagerungstrupp und oben Boss. Okay. Man's überlevelt, yay! Enemy Team is cursed. Klar, wir sind doch nicht alle da. Zu zweit machen wir das lieber nicht. Hier ist unser Amateur hin rumschlabbert. Ha! Gott, ist der hässlich! Zum Boss. Dann der Oppo. Ja. Ja, in 13, 10 Sekunden kommen sie wieder. Kommt der kurz zum Boss? Ja, auf dem Weg. Ja,
Alter, der arme Gaul mit dem Goblin und dem Robo-Freund so. Ja, gell. Achtung! Hi! Meint ihr das gerade ernst? Ja! Unten das Frontbrecher-Camp. Einer von ihren guten DDs ist schon mal weg. Ach, da hat nur einer gelebt. Dann runter zum gegnerischen Boss. Flo, was tust du? Fahrzeug gebaut. Füße. Liebe diese Champions, hier gibt es Star-Spieler, genau. Heroen halt, ja. Runter, runter. Hero Innies auf der Storm halt, ne? Frontpressure Camp, beziehungsweise da ist Typ. Typ ist da, Typ, kill doch den Typ. Da. Typ? Ah, der Typ. Oh, hi Typ. Hallo Typ. Der Typ ist dann. Typ ist tot. Typ ist tot. Wo ist denn der andere Typ? Ah, Typ! Ich hab hier ein paar Typen am Arsch. Lol. Nein! Hat sie sich gerade selber gearscht? Ja, ja. Oder der Nasibo, guck, dass wir den Nasibo holen noch. Dann. Ah, nice, mit dem Boss durchpushen, ey. Wenn der verhandelt. Nice. Nice! Winions! Ja, das sind tatsächlich Winions. Kurz auf, ga! Unbedingt das Pferd jetzt tauschen. Muss ich unbedingt jetzt dran denken, dieses blöde Vieh zu tauschen. Ja, ich auch. Nein, lenk mich nicht ab! Nein! Alter Verwalter! Wenn du da einen Boost drin hast, kriegst du ja mal so viele Erfahrungspunkte. Ich habe gerade 2 Level gemacht. Von 4 auf 6. Magis war überraschend, ihr Boots. Boop, Boop, Kaff? Du hättest ja gern Boops, Kaff oder was? Weil ich so wenig Zeit habe zum Spielen. Verschiedene Farben, oh mein Gott. Und die Zeit, die ich habe, muss dann ordentlich was kommen. Ah, drauf, denk an der Vieh. Ja, ja, ich hab's. Ich hab jetzt endlich ein Pferd. Okay, wie wollen wir Spiele? Nochmal. Stellt halt gerne mal wieder tauschen. Flo? Tauschen. Flo geht raus. Ja. War's das für dich heute? Ja. Ah, schade. Na dann. Ja. Wünsche ich mal gut nicht. Ach Gott, wir haben schon 2:30. Was? Ja, haben wir. Glaub ich muss noch ein Daily WoW machen. Oh mein Gott. Was? Ich dachte, es wäre 10 oder so. Es hat richtig Spaß gemacht, also. Nee, da hatten wir den ganzen Tag geschlafen. Naja. Ich dachte, es wäre 10 Uhr oder sowas. Gut, dann sage ich hier mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, wir waren die ganze Zeit im Stream. Yep.